Seid ganz herzlich gegrüßt, ihr lieben Geschwister in Christus. Heute will ich nochmal versuchen, über den Beginn der großen Trübsal mit euch zu sprechen. Dieses Video soll zunächst noch einige offene Fragen in Bezug auf den Beginn der großen Trübsal klären. Die Propheten des Alten Testaments hatten zur großen Trübsal sehr viel zu sagen. Und es wäre unmöglich, auf sie alle in gleicher Weise einzugehen. So wollen wir uns hier auf bestimmte Schlüsselbelegstellen beschränken. Ich freue mich sehr auf diesen Auftrag, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Verständnis des Buches der Offenbarung dadurch sehr viel leichter wird. Es handelt sich dabei um den zweiten großen Hauptabschnitt bei der Beschäftigung mit dem Buch der Offenbarung. Im Alten Testament finden wir an verschiedenen Stellen als Bezeichnung für die große Trübsal die Aussage »Der Tag des Herrn«. Lesen wir einen Bibeltext dazu. Jesaja 61, Vers 2. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Viele Bibelausleger wollen diese Zeit die Trübsal nennen, aber den Begriff große Trübsal nur auf die zweite Hälfte der 7 Jahre anwenden. Das wollen wir auch tun. In diesem anleitenden Text wollen wir den Beginn von 3 Aspekten wie Ziel, die Namen der Trübsal und die allgemeinen Schilderungen dieser Zeit an verschiedenen Stellen der Bibel erörtern. Wir werden auf die einzelnen Stellen im Laufe dieser Untersuchung zurückkommen. Aufgrund von 2. Petrus 3, Vers 10 wird der Tag des Herrn manchmal mit dem tausendjährigen Reich und der großen Trübsal gleichgesetzt. Lesen wir dazu einen Bibeltext, 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Aber wie wir in diesem Kapitel noch sehen werden, sollte man in diesem Vers besser nur einen Hinweis auf die Trübsal selbst und nicht auf die darauffolgenden Ereignisse sehen. An allen Stellen, die vom Tag Jahwes bzw. vom Tag des Herrn sprechen, ist nur von der Trübsal die Rede. Das ist der am häufigsten gebrauchte Name für diese Zeit im Alten Testament der Bibel. Er befindet sich auch an diversen Stellen des Neuen Testaments, auf welche wir später noch hinweisen werden. Im Alten Testament finden wir einige Namen oder Bezeichnungen für die Trübsalzeit, die ich nachfolgend aufzähle. Die Zeit der Angst für Jakob, Jeremia 30, Vers 7. Die 70. Woche Daniels,
Daniel 9, Vers 27. Gottes fremdartiges Geschäft, Jesaja 28, Vers 21. Gottes unerhörtes Werk, Jesaja 28, 21. Die Zeit des Verderbens für Israel, 5. Mose 32, Vers 35. Die Zeit des Unglücks Israels, Obadja 12 bis 14. Die Not, 5. Mose 4, Vers 30. Der Zorn, Jesaja 26, Vers 20. Die überschwemmende Flut, Jesaja 28, die Verse 15 und 18. Ihr sollt wissen, es gibt noch viele andere Bezeichnungen im Alten Testament für den Tag des Herrn. Aus Zeitgründen müssen wir auf die Aufzählung aller Bibelstellen in diesem Video für heute verzichten. Aber meine Bitte, lest sie alle in Ruhe in eurer Bibel nach. Im Neuen Testament begegnen uns folgende Namen und Bezeichnungen für den Tag des Herrn, wie ihr sehen könnt. Der Tag des Herrn, 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Der Zorn Gottes in Offenbarung 15, Vers 1 bis 7. Die Stunde der Versuchung, Offenbarung 3, Vers 10. Der zukünftige Zorn, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Die große Trübsal, Matthäus 24, Vers 21. Die Trübsal, Matthäus 24, Vers 29. Ich bitte euch, auch hier alle diese genannten Bibelstellen in eurer Bibel durchzulesen. Die Ziele der Trübsal, der Bosheit und den Bösen ein Ende bereiten. Die große Trübsal soll zuerst der Bosheit und den Bösen ein Ende bereiten. An zwei Stellen der Bibel wird diese Absicht deutlich ausgesprochen. Zuerst lesen wir Jesaja 13, Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherziger, überfließender und glühender Zorn, das Land zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Hier ist vom Tag des Herrn als von einer Zeit die Rede, in der die Sünder aus dem Land vertilgt werden sollen. Dies ist in Jesaja 24, den Versen 19 und 20 weiter ausgeführt. Lesen wir diesen Bibeltext. Die Erde wird laut krachen. Die Erde wird reißen und bersten. Die Erde wird bedenklich wanken. Die Erde wird schwanken wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat liegt schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht mehr auf. Am Ende von Vers 20 wird das Haupt Ziel dieser Gerichte genannt, die weltweite Schuld der Menschen auf allen Gebieten soll fallen und nicht wieder aufstehen. Aller Bosheit soll ein Ende gemacht werden. Als nicht bekehrtes Gotteskind kann man diesen Inhalten nur schwer folgen. Aber ihr Lieben, wir haben in vielen unserer vorigen Videos immer wieder erklärt, wer keine echte Beziehung zu Jesus Christus hat,
und sich nicht mit ganzem Herzen auf die Aussagen der Bibel einlässt, dessen Geist ist nach wie vor tot, wie bei Adam und Eva nach dem Sündenfall, als Gott sie aus dem Paradies, welches er nur für sie geschaffen hatte, hinaustrieb. Gehen wir weiter in unseren Gedanken. Das zweite Ziel der großen Trübsal ist die Ermöglichung einer weltweiten Erweckung. Das erfahren wir in Offenbarung 7, Vers 1 bis 17. Bitte in eurer Bibel nachlesen. In den Versen 1 bis 8, mit denen Gott diese weltweite Erweckung heraufführt, während die Verse 9 bis 17 von den Ergebnissen dieser Erweckung im Einzelnen handeln. Im Kapitel 7 der Offenbarung wird über die erste Hälfte der Trübsal auch noch aus einer anderen Perspektive gesprochen. Bestimmte Tatsachen sollten aber schon an dieser Stelle vermerkt werden. Lesen wir einen weiteren Bibeltext, Offenbarung 7, Vers 1 bis 4. Danach sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen. Sie hielten die vier Winde der Erde, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, welchen Macht gegeben war, und sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes auf ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. In den Versen 5 bis 8 wird dann weiter geschildert, dass aus jedem Stamm 12.000 Juden ausgewählt werden, sodass es schließlich 144.000 sind. Mithilfe dieser jüdischen Evangelisten wird Gott die weltweite Erweckung in den 7 Jahren der Trübsalzeit bewirken und so ein weiteres Ziel des von ihm vorgesehenen Tag des Herrn verwirklichen. Betrachten wir dies einmal vom menschlichen Standpunkt aus. Es bringt einen Vorteil, wenn Gott absichtlich Juden dazu benutzt, um in der kurzen Zeit von 3,5 Jahren der ersten Hälfte der Trübsalzeit eine weltweite geistliche Erweckung bewirkt. Denn nur Juden leben in allen Sprachen der Welt. Und diese Erweckung wird definitiv stattfinden. Wie wir später noch darlegen werden, beschränkt sich die Erweckung zeitlich auf die erste Hälfte der großen Trübsal. Heute muss ein Missionar 6 Jahre Ausbildung durchmachen, bis er alle Voraussetzungen erfüllt, um das Evangelium in einer fremden Sprache verkündigen zu können. Die große Erweckung, von der hier die Rede ist, wird jedoch in 3,5 Jahren in der ersten Hälfte der Trübsalzeit erfolgen. Daher bleibt nicht viel Zeit für die Ausbildung. Was für eine Gnade für die,
bis jetzt noch verstockte Menschheit gegenüber dem Evangelium, dass hier noch einmal ein gewaltiges Eingreifen Gottes für alle verlorenen Seelen, auch die unserer nicht bekehrten Lieben, stattfinden wird. Aus diesem Grund hat Gott in seiner Weisheit gerade Juden zu dieser Aufgabe erwählt. Ihr lieben Geschwister, ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass wir alle endlich begreifen und verstehen, dass die Entrückung oder auch als Weggang bezeichnete Begegnung zu Jesus Christus in den Wolken und die siebenjährige Trübsalzeit nicht das Gleiche ist. Wir sprechen hier von zwei unterschiedlichen, nacheinander stattfindenden Ereignissen in Gottes allmächtigen Plan. Bitte lasst mich euch noch für die nächsten Tage, denn wir leben, was unsere Welt anbetrifft, in unglaublichen Herausforderungen segnen. Zuvor möchte ich euch noch auf meinen Ist-Zustand hinweisen, wie ihr ja selber auch erkennen könnt. Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ihr sollt wissen, mein Herz brennt mehr denn je für meinen Heiland Gott, je älter ich werde. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.